Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spielepartys mit mir, The Maxi. Und zwar habe ich gerade was entdeckt. Schaut euch das an. Der ist krass, oder? Der ist richtig krass. Das Problem ist, der ist richtig krass. Der kann, theoretisch kann der uns ordentlich schocken. Und dann haben wir gar keine Chance mehr gegen den. Der hat halt auch richtig viel Torpor. Der wäre schon geil, oder? Das wäre mal eine richtig gute Investition. Ich treffe den auch gerade nicht. Ich will allerdings auch nicht da runter gehen. Einfach aus dem Grund. Oh, hallo. Sir, darf ich kurz? Danke. Danke. Okay. Der kommt gerade näher. Jetzt nicht mehr. Oh, aua. Nein. Nicht gut. Huch. Den habe ich ja gar nicht kommen sehen. Kollege. Mann. Eieiei. Hier ist was los, Leute. Bin ich getroffen? Okay, vielleicht trifft der Dilo doch irgendwie. Das Problem ist, dass der Dilo von hier oben wahrscheinlich nicht trifft. Was ist denn jetzt wieder los? Komm schon, bitte. Nicht so weit weggehen wieder. Eigentlich wollte ich was ganz anderes suchen. Aber da der Typ hier gerade mal da ist. Komm schon. Ich treffe den nicht. Ich habe aber auch mega Schiss, mit meinem Dilo näher ranzugehen. Und ich finde es schade, dass man mit dem Ball nicht besser zielen kann. Theoretisch kommt er ja nicht hier hoch. Praktisch ist das natürlich immer was anderes. Aber das Problem ist, der macht AOE. Das heißt Flächenschaden. Das heißt, ich muss den wirklich irgendwo hinziehen, wo mir das sowas von egal ist. Ob der Flächenschaden macht oder nicht. Und das wäre eigentlich dort die Ecke. Aber dafür muss ich ihn ja erstmal auch anhitten irgendwie. Ah, wobei, der kommt hier schon hoch. Ich weiß auch nicht, wie schnell der ist. Da läuft jemand. Ein Klapper. Klapper, was geht? Ach, der ist gezähmt, alles klar. Gut, die kann man also auch zähmen. Ja, wundervoll. Wundervoll, wie mache ich das jetzt, Leute? Wie zur Hölle kriege ich den Typen? Ich will mein Dilo nicht verlieren. Das ist schon mal klar. Ich verstehe auch nicht, warum ich mit der Armbrust einfach nicht mehr treffe. Wow. Was kam da denn geflogen? Ist weg, okay. Dann erstmal Gamma wieder normal. Ist halt auch relativ nah hier bei meiner Base, ne? Ey, komm. Das hätte ihn eigentlich direkt treffen müssen. Ist halt auch cool als elektrischer Baryonyx so dort drin. Ich weiß nicht, ob der hier hochkommt. Ich komme auch hoch. Ich würde es mal fast schätzen, dass der da hochkommt. Mist. Kann damit halt echt nicht zielen. Problem ist, wenn er mich stunt, ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht. Und dann mein Dino
kaputt geht. Ich weiß, der Dilo, der macht richtig krass Torpor, aber ob das wirklich ausreicht, um hier diesen Elemental Lightning Baryonyx mit 3,4 Millionen Torpor zu legen, wage ich fast zu bezweifeln, Leute. Allerdings wäre der schon richtig, richtig geil. Oder? Was meint ihr, Leute? Ich wusste ja, ich treffe eh nicht. Aber dieser Ball geht richtig weit. Ich muss halt, sobald ich den irgendwie treffe, muss ich weg. Jo, der ist übelst schnell. Verdammt. Mach mal hier hoch. Vielleicht habe ich Glück. Ja, ich habe Glück. Okay. Also mein Dilo, der hat wirklich kaum Torpor gemacht. Kaum. Seht ihr? Und der feuert drüber weg. Komm schon. Komm. 153.000, das ist ja eigentlich schon richtig krass viel, oder? Oh, Leute. Aber ich wette, gibt's im Moment. Muss noch ein bisschen aufpassen. Vola, Eternal Vola. Only works on Elemental Tier. Warum nicht? Man kann es probieren. Ich meine, da ist ja Elemental. Richtig? Richtig. Du bleibst mal bitte hier. Während ich hier versuche, den Flug zu bolern. Oh. Das hat schon mal nicht geklappt. Hätte ja sein können. Aber der ist dazu auch wahrscheinlich echt ein bisschen zu groß. Wieso? Oh. Ich renne halt erstmal gegen den Baum. Ich sehe auch gar nicht, ob er irgendwie kommt. Oh, da. Das hat viel mehr Topo gemacht als mein Dilo. Das ist krass. Angst, hab Angst, hab Angst. Nee, da kommt er nicht hoch. Thank goodness. Aber da will er hoch. Angst mit meinem Dilo hier. Ich weiß halt nicht, wie weit denn sein Schockangriff geht. Komm. Schaut euch das an, wie wenig ich den treffe. Der ist gleich hier, ne? Komm, bitte. Das wäre so geil, wenn wir dieses Vieh hier zähmen könnten. Jo. Genau in den Kopf. Perfekt. Du kommst jetzt aus dem Torpor nicht mehr raus, Junge. Das schwöre ich dir. Okay, man sollte vielleicht noch zwischendrin warten. Oder? Momentan bekommt er gar nichts. Rennt er gerade weg? Nein, nicht wirklich. Der hat nur keinen Bock mehr drauf. Aber Leute, dann habe ich die gefunden, die richtige Stelle. Um hier einen richtig geilen Dino zu zähmen. Dilo habe ich schon. Krass, wie viel mehr die Pfeile bringen. Als dieser normale Dino, Dilo. Oh. Mist, aber das hat dann auch überhaupt nichts mehr gebracht bei ihm. Jo, komm mal wieder raus aus dem Wasser.
zwei Onyxe. Komm. Ich möchte mal wissen, wo die Pfeile hingehen. So, daneben kann ich doch gar nicht schießen. Man sieht es halt auch sehr, sehr schlecht. Delo, du bist noch da oben. Da will ich dich auch gerne lassen. Jetzt umkreist er was. Ein Glück habe ich ein paar hundert davon gemacht. Als ich Zeit hatte. Okay, also die platschen auf jeden Fall gut ins Wasser. Ey. Das war doch wirklich genau drauf. Vielleicht sollte ich nochmal mit meinem Dilo kurz den anhitten. Wäre vielleicht keine gute, keine schlechte Idee, keine gute Idee. Oh oh. Wenn ich ihn von hier aus treffe. Aber ich denke mal, seine Hitbox ist vielleicht größer als meine. Kann ich das gar nicht irgendwie lenken? Okay, ich dachte gerade, das klang so, als hätte ich den getroffen. Aber das ist auch das Problem. Im Wasser ist der ultra schnell dann hier. Das geht über den weg. Doch nicht wahr. Das kann doch nicht der Ernst sein. Wie gesagt, ich traue mich nicht dahin. Einfach aus dem Grund, weil der den schocken kann. Und das will ich meinem Dilo nicht antun. Dass der dann... Schätzungsweise wird er sterben. Sollte er von dem gestunt werden. Denn ich weiß halt nicht, wie viel Schaden der macht. Okay, jetzt kommen gerade die Piranhas wieder. Jetzt wieder nicht mehr. Oh. Falls jemand mitgezählt hat, könnt mir gerne mal unten reinschreiben, wie viel Dings ich schon verballert habe, wie viele Pfeile. Jo. Und jetzt schwimmen wir einfach weg. Ein Träumchen, so ein Traumgegner. Der ist doch gleich hier. Vielleicht noch ein bisschen höher. Ja. Jetzt schnell. Nein, der rennt weg. Rennt er weg? Ist das sein Ernst? Das sieht nicht gut aus für mich. Oh, verdammt. Gut, dass mein Dilo in Sicherheit ist. Der hat mich gar nicht geschockt. Verdammt. Sachen wiederholen. Ist ja zum Glück gleich hier neben meiner Base. Es ist ja nicht mal so, dass ich weit laufen müsste. Jo. Da ist er. Ich gehe jetzt oben rum. Ich werde nur meine Sachen holen und dann werde ich ihn weiter bearbeiten. Leute, das wär's doch. Der macht richtig krass Schaden und... Ja, ich bin echt froh, mein Dilo da oben gelassen zu haben. Ich habe es nicht gesehen, wie viel Schaden das jetzt gemacht hat, aber das war definitiv nicht wenig. Eigentlich war ich ja auch auf der Suche nach sowas wie... Tech-Viechern. Zack. Um mir mal wirklich auch einen Teleporter zu bauen. Aber ihr wisst, wie das ist. Dann findet man dies, dann findet man das. Und vor allem findet man einen Baryonyx. Kommst du hier hoch? Nee. Glück gehabt.
Ich hab dir schon gut Topo ausgeteilt. Bitte. Weiter. Ich will dich. Und ich weiß, dass du weißt, dass ich dich will. Von daher, lass es uns nicht kompliziert machen. Wir wollen uns doch gegenseitig. Du willst mich gerade killen. Ich will dich nur zähmen. Kriegen wir schon hin. Kuckeln. Okay, ich finde ein bisschen Fleisch braten, kein Problem. Und ihr seht, es geht der Truffer gerade gar nicht mal so gut wieder hoch. Jetzt. Ja, ich sollte wirklich warten. Aber ich denke mal, der wird bald wegrennen, ja. Das sage ich doch. Und dann, wenn der in dem Wegrennmodus ist, kann ich eigentlich mit meinem Dilo kommen. Richtig, Leute? Richtig, Leute? Oh. Er ist nicht mehr in der Wegrennphase. Vielleicht kann ich ja trotzdem mit meinem Dilo kommen. Nein! Ach Gott. Was ist da denn jetzt passiert? Es klang gerade eher wie eine... Oh Gott. Wie eine Reaper Queen. So, du gehst mal wieder hier hoch. Ich hätte ihn mal wieder an. So. Denn der scheint ja ein paar Einladungen hier zu brauchen. Ein paar Sondereinladungen. Kriegt er gern. Alles klar, ist tatsächlich im leckeren Modus. Die ist gezähmt, die Brutmutter, okay. Lass uns mal sehen, ob das klappt. Ich habe mittlerweile mitbekommen, der Dilo, der ist auch gar nicht mehr so schlecht. Oh Gott, was ist denn da oben los? Da will ich mich nicht dran beteiligen. Komm, nicht geschockt werden. Los, komm. Ich weiß nicht, bringt das was? Ich meine, es ist relativ egal, ob der im Wasser ist, oder? Aber ich würde vielleicht mal versuchen wollen aufzuholen. Ja, jetzt. Komm. Und hinlegen. Hinlegen. Ja. Ja. Leute, gerade kurz bevor der abbiegen wollte, der hat mächtig Hunger. Aber so richtig Hunger. Sag mal, Fire Trike. Wie sieht denn das aus? Brätst du das Fleisch auch? 250 von dem bräuchte er. Habe ich hier ja auch noch was? Das hätten wir sogar gerade so. Lass mal sehen, wie schnell verliert der Torpor. Verliert der schnell Torpor? Es geht. Der hat ja auch genug. Guck, Clamtrap. Ja, das würde viel weniger verbrauchen. Ja, jetzt hängt's. Leute, wie geilo, wie geilo. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas, was schneller... Nee, nicht wirklich. Verdammt, das dauert halt hier echt ewig, bis da mal was durchgebraten ist. Aber ich werde das machen, Leute. Ich werde dem das jetzt hier durchbraten. Dauert vielleicht eine Weile, aber ist relativ egal. Hier seht ihr alles kaputt. Aber ich war sammeln mit dem Dilo und habe Metall gesammelt. Das heißt, wir haben jetzt auch gleich wieder genug Metall, um alles zu reparieren, was es zu reparieren geht. So. Okay, das brennt schon relativ gut durch. Das sollte klappen. So. Okay, er hat immer noch nichts weiter verloren. Perfekt, Leute. Perfekt. Also wenn das jetzt wirklich so klappt, wie ich mir das gedacht habe... Hui, dieser Baryonyx. Ich weiß gar nicht. Sattel können wir noch nicht machen. Macht aber nichts, bis wir den auch wirklich nutzen können, können wir den Sattel.
Ich werde hier ein bisschen aufpassen und in der nächsten Folge haben wir den definitiv. Ich koche dem jetzt noch ein bisschen was und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Hier im Spielepartys mit mir, so Maxi. Bis dahin, Leute. Macht's gut und tschüss. Leute, ein kleiner Nachtrag. Ich habe gerade gesehen, der frisst hier dieses Alpha-Meat. Und ich habe ja auch schon ein bisschen was gekillt. Das heißt, wir können uns auch Alpha-Meat herstellen. Seht ihr das? Wir können uns 3 Stück herstellen und damit die Zeit definitiv verkürzen, die er zum Zähmen braucht. Okay, mehr können wir nicht ziehen. Kein Problem, aber Leute, nur damit ihr das auch schon mal gesehen habt, beziehungsweise damit ihr wisst, dass ich das gesehen habe. Ich habe Alpha Meat entdeckt. Eternal Prime Meat wäre auch noch eine Möglichkeit. Instant Meat haben wir leider nicht. Können wir, glaube ich, auch nicht herstellen. Jetzt jedenfalls noch nicht. Aber Leute, das macht nichts. Wir haben das Alpha Meat. Wäre vielleicht cleverer gewesen, das andere herzustellen. Egal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.